Lieber Norbert Blüm, liebe Frau Blüm, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, sehr geehrter Herr Erzbischof Rainer Marx, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind und ich denke, wir freuen uns alle darüber, dass letzte Woche Mittwoch der Heilige Vater Sie in den Kardinalstand berufen hat. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich darüber, dass Sie als CDA-Mitglied in die zweithöchste Würdenkette unserer Kirche aufgestiegen sind. Auch insoweit ist die katholische Kirche ein gutes Vorbild für viele andere. Er ist heute, wie Sie gesehen haben, noch in Schwarz. Er hat auf Rot verzichtet. Aber Herr Erzbischof, Schwarz passt auch besser zu uns. Ich freue mich darüber, dass unser Generalsekretär Hermann Gröhe hier ist, auch als Hausherr. Ich will mich auch ganz herzlich bedanken, dass wir heute diesen Empfang und diese Feierstunde hier in dem Haus der CDU durchführen dürfen, wo er ja Hausherr ist. Das ist ganz einfach so, liebe Angela und auch lieber Hermann, wenn man selber kein schönes Haus hat, ist gut, wenn man eine Mutter hat, die ein schönes Haus hat. Insofern sind wir heute gerne hier und danke für diese Möglichkeit. Ich möchte ganz herzlich stellvertretend für alle Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundestagsabgeordneten, die heute gekommen sind, unseren Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, begrüßen. Lieber Volker, schön, dass du heute mit dabei bist. Der Präsident des Bundestages kommt etwas später, aber er wird auf jeden Fall heute Abend auch noch dazukommen. Ich freue mich darüber, dass der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe im Deutschen Bundestag, Peter Weiß, hier ist, dass viele ehemalige CDA-Vorsitzende hier sind, also Nachfolger von Norbert Blüm. Werner Schreiber ist hier, Heo Ahrens und Gerald Weiß. Ich freue mich darüber, dass unsere Gewerkschaften heute mit ihrem Spitzenpersonal vertreten sind. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass Michael Sommer und seine Stellvertreterin Ingrid Seerbrock hier sind von der IG Metall Berthold Huber sowie der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, Franz Josef Möllring. Unser IG Metall-Mitglied Regina Görner darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Ich möchte im Übrigen, liebe Regina, dich ganz herzlich gratulieren. Die ist der Preis für soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung verliehen worden und ich freue mich sehr darüber, dass du jetzt die zweite aus den Reihen der CDA mit Peter Wichte bist, der diese hohe Auszeichnung der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen hat. Schön auch, dass Elke Hanek als Vertreterin von Verdi und auch Mitglied der CDA hier heute unter uns ist. Meine Damen und Herren, aber der Grund, warum wir uns hier heute versammelt haben, ist auch, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass viele hundert CDA-Mitglieder aus ganz Deutschland hier heute nach Berlin gekommen sind, um mit uns gemeinsam den 75. Geburtstag von Norbert Blüm, den er ja bereits schon am 21. Juli gefeiert hat, hier mit uns zu feiern. Lieber Norbert, du siehst an dieser großen Zahl von Gästen, dass wir in der CDA uns einfach darüber freuen, dass wir dich haben. Und wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns darüber, dass du deinen 75. Geburtstag in einer Situation verbringen kannst, wo ich den Eindruck habe, dass du seit 2002, wo du dann den Deutschen Bundestag verlassen hast, im Grunde nicht mehr gealtert bist. Ich glaube auch, das ist etwas sehr Schönes, wenn man ein Vierteljahrhundert seines Lebens begehen kann, in körperlicher,
aber auch in geistiger Frische. Norbert Blüm und die CDA, das ist eine ganz lange Geschichte. Norbert Blüm ist 1966 bei der CDA als Hauptamtlicher angefangen. Er war zunächst gesellschaftspolitischer Referent und Redakteur der Zeitung Die Soziale Ordnung, die es auch heute noch gibt. Er wurde dann Hauptgeschäftsführer. Er war dann von 1977 bis 1987 unser Bundesvorsitzender. Aber er war auch über drei Jahrzehnte lang hinweg ein Schwergewicht in der Politik der CDU. Er war 31 Jahre ununterbrochen Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen, woraus ihn wohl fast alle Deutschen kennen und alle Christlich-Sozialen kennen, von 1982 bis 1998, also in der gesamten Ära der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Was uns an Norbert Blüm sicherlich sehr imponiert, ist, dass er ein Mensch ist, der sein ganzes Leben Politik aus dem Gedankengut der christlichen Soziallehre heraus versucht hat zu gestalten. Jeder, der mit Norbert Blüm auch in Auseinandersetzungen zusammengearbeitet hat, hat gespürt, dass er ein Politiker ist, den der Mensch immer wichtiger war wie die Sache. Und der seine Politik stark und nahezu ausschließlich an dem christlichen Menschenbild und der christlichen Soziallehre orientiert hat, obwohl er viele Veränderungen in einer Zeit auch im Sozialstaat vornehmen musste. Manche Reformen sind ja auch durchaus gesellschaftspolitisch schwer diskutiert worden. Hat ihm niemand abgesprochen, dass ihm vor allen Dingen viel daran liegt, dass es für die Schwächeren unserer Gesellschaft einen verlässlichen Sozialstaat gibt. Und ich will gar nicht die vielen Reformen und Gesetze heute aufzählen, lieber Norbert, die mit deinem Namen verbunden sind. Aber die Vollendung des Sozialgesetzbuches in Deutschland mit der Schaffung der Pflegeversicherung ist sicherlich eine bleibende Sache, die in der Sozialgeschichte unseres Landes mit deinem Namen verbunden bleiben wird. Ich glaube auch, dass du in deiner Amtszeit als Minister eine weitere wunderschöne Aufgabe nach 1990 wahrnehmen durftest, nämlich die Übertragung des Sozialsystems der alten Bundesrepublik Deutschland, wenn ich es einmal so sagen darf, auch auf die Menschen in den neuen Ländern. Ich bin 1990 mit Volker Kauder zusammen in den Deutschen Bundestag gekommen und lieber Volker, das erste große Gesetz war damals das sogenannte Rentenüberleitungsgesetz, dass auch die Rechtsgrundlage geschaffen wurde, dass wir Renten in Ostdeutschland auszahlen konnten. Damals hat man gespürt, dass es für die Wiedervereinigung ein Segen war, dass wir in Deutschland die wichtigste soziale Sicherung über Sozialversicherungen organisiert hätten, denn mit keinem anderen System hätte man damals die Probleme in Ostdeutschland lösen können, außer über Sozialversicherung. Das hätte kein Kapitaldeckungssystem irgendeiner anderen Versicherung leisten können. Ich glaube auch, dass es damals dir ein großes Anliegen war, den Menschen in den neuen Bundesländern, die in wenigen Monaten oft Umwerfungen ihrer persönlichen Lebenssituation erleben mussten, worüber man bei uns im Westen wahrscheinlich über Sozialpläne das in die sehr lange Zeit gesetzt hätte, dass man ihnen auch in dieser Umwälzungsphase ein Stück Sicherheit gab. Ich bin fest davon überzeugt, dass deine Entscheidungen, insbesondere auch die Arbeitslosenversicherung, mit den Instrumenten der Arbeitslosenversicherung in die neuen Länder zu bringen, damals manchen Menschen in den neuen Ländern
die Umgestaltung von den dortigen Wirtschaftssystemen in unser Wirtschaftssystem erträglich gestaltet hat. Und wenn ich heute so viele höre, die sagen, wir hätten damals alles verkehrt gemacht, auch mit den vielen ABM, und das hätte ja am Ende keine neuen Wirtschaftsstrukturen gebracht. Ich hätte mal sehen wollen, was politisch in den neuen Ländern los gewesen wäre, wenn wir die Menschen diese Möglichkeiten nicht gegeben hat. Und jeden Euro, der damals über ABM zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass damals die Linkspartei nicht sofort so stark gewählt wurde, war aus meiner Sicht heute noch ein gut angelegter Euro, um dieses demokratische System überhaupt in den neuen Ländern auch für die Menschen spürbar und erlebbar zu machen. Aber Norbert Blüm, finde ich, ist nicht nur zu erklären mit Sozialpolitik in Deutschland. Für Norbert Blüm war immer der Blick über das eigene Land hinaus, gerade als christlich-sozialer, sehr wichtig. Er hat es gelebt, dass wir Menschen alle in der einen Welt leben. Und deswegen waren Fragen der Menschenrechte, Fragen der Unterdrückung auch in fremden Ländern, die Frage von sozialen Ungerechtigkeiten, etwa die Bekämpfung der Kinderarbeit und der Chancenlosigkeit von Kindern, in anderen Ländern dieser Erde, in ganz anderen Erdteilen, für Norbert Blüm bis heute nicht nur ein Herzensanliegen, sondern ein elementares Anliegen seiner Existenz, sich für diese Menschen und für diese Kinder einzusetzen. Und wer einmal in Indien war, um nur ein Beispiel zu nennen, und dort in einem Steinbruch Kinderarbeit gesehen hat, der weiß, wie richtig es ist, dass man Wirtschaftskreisläufe auch ordnen muss und man sich auch im internationalen Handel dafür einsetzen muss, dass Produkte fair hergestellt werden. Und ich habe viel Sympathien dafür, dass wir Marktzugänger auch danach beurteilen, ob Produkte fair hergestellt worden sind, dass sie eben nicht aus Kinderarbeit entstanden sind. Und ich weiß gerade, was du vor allen Dingen in einer Zeit, wo du dann ab 2002 den Deutschen Bundestag nicht mehr angehört hast, was du in diesen Bereichen auch für die Christlich-Sozialen in den Weltorganisationen, in internationalen Organisationen geleistet hast. Ich hätte heute Abend sehr gerne auch Heiner Geißler begrüßt. Ein alter Weggefährte von Norbert Blüm. Sie wissen, dass Heiner Geißler zurzeit eine andere Aufgabe in Deutschland zu stemmen hat und dass die CDU noch mal froh ist, ein Mitglied bei ATTAC zu haben. Das hätte vor einigen Jahren auch nicht jeder von uns gedacht. Aber Heiner Geißler hat uns heute, weil er sich entschuldigen musste, eine Mail geschickt und die möchte ich doch gerne vorlesen. Heiner Geißler schreibt: Norbert Blüm ist der beste Arbeits- und Sozialminister, den die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 61 Jahren hatte. Er hat in allen wichtigen Fragen Recht behalten. Es gilt zur solidarischen Rentenversicherung keine ökonomisch vernünftige Alternative. Man kann nicht ein ganzes Volk für die Alterssicherung seiner Generation auf den Kapitalmarkt verfrachten.